So, wir haben ja die meisten Ortschaften erobert auf dieser Karte. Sechs Gebiete haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. Jetzt müssen wir nochmal schnell reinschauen. Da hätten wir etwas kleinere Stadt noch. Da auch. Da auch. Also wir müssen ja dann sowieso zuerst mal die angreifen. Ne? Quest geht zum nächsten Alter. Das müssen wir noch machen. Und die 15. Ich glaube, wir werden in diese Quest eh nicht reinkommen. Achso, warte mal. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Wir sind ja schon im letzten Zeitalter. Okay. Wir müssen jetzt ja nur noch hier die letzten fünf Gebiete erobern. Für die Quest. Aber wir machen natürlich alle sechs, ist ja klar. Verfügbares Land haben wir genug. Einheiten können wir ausbilden. Geld haben wir auch genug. Jetzt machen wir hier mal 10. Ja, werden wir locker schaffen. Da brauchen wir Gold, da können wir das hier tun. 224.000, das schaut sehr gut aus. Also, dann werden wir erstmal die Kleinstädte hier angreifen. So. Attacke. Wir probieren jetzt mal, wenn alle auf Attacke gehen. Was dann passiert. Zweihundertzwanzig, 190. Okay, dann kriegen halt alle Einheiten Schaden. Machen wir trotzdem ihn auf Abwehr, dass er kassiert. Ah, schaut euch mal das an. Da verlieren wir aber richtig an Einheiten. Okay, wir werden auf jeden Fall immer eine Einheit auf Abwehr lassen. Weil so kassieren wir wirklich richtig. Lebensmittel, Holz, Bergwerk. So. Fünfundneunzig, 201, 1000. Das können wir momentan auch so lassen. Attacke. Müssen wir dann trotzdem noch mal schauen. Upgrades, glaube ich, haben wir alle. Ja, jetzt haben wir schon 23.000 verloren. Weg. Jetzt. Ja, da bin ich gespannt. Das geht noch. Also hier haben wir die größte Stadt.
glaube, wir werden den jetzt gleich noch mitmachen. Krieger, Helden. Naja, Speereinheiten. Nee, müssen wir natürlich erstmal Speereinheiten rekrutieren. Jetzt warte mal hier, die Upgrades haben wir alle. Wenn wir da trotzdem ihn als Abwehr mal probieren, weil er, glaube ich, ist ja mit, habe ich jetzt Glück gemacht, glaube ich, die billigste, weil er nämlich kein Gold braucht. Aber es ist natürlich keine gute Einheit, das muss man dazu sagen. Ja, komm, jetzt. Sehr gut. 165, ja, auch wieder so 36.000 verloren. Ja. Holz, wie gesagt, haben wir genug. Wir könnten jetzt auf jeden Fall den Handel betreiben. Jetzt lass mich mal schauen. Tauscht 100 Lebensmittel gegen Holz. Das könnte man eigentlich machen. Wir haben ja, wie gesagt, sowieso genug Holz. Jetzt machen wir mal 15.000. Gegen 77 Gold. Machen wir da auch weiter. Ah, das wird dann auch immer mehr im Laufe der Zeit. Jetzt warte mal, machen wir mal hier auf 20.000, dass wir ungefähr gleich sind. So, 20, 23, 20 sind wir ungefähr gleich. 165.000 Armeeleistung. Also da haben wir eigentlich die meisten verloren. Ist natürlich schon krass hier. Wie schnell jetzt eigentlich das Geld hier wegging. Jetzt müssen wir trotzdem mal noch ein bisschen warten. Zweihundertzwanzigtausend. Ja, die normale Einheit. Müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar dazu holen. Wir haben jetzt nur noch 3 Ortschaften. Ja, okay, aber jetzt müssen wir uns langsam beeilen, weil er steigt nämlich jetzt auch momentan schon sehr gut. 123, wir sind bei 231. Ja, wir werden jetzt erstmal den angreifen, bevor der jetzt hier seine Leistung noch verstärkt. Jetzt
230 Helden, Speereinheiten, Bogeneinheiten, das sind wir ja ungefähr gleich. Ja, wenn wir jetzt mal so rechnen, wir haben jetzt um die 35.000 verloren und eher circa, ja, um die 100.000. Alter, wir haben unsere Krieger verloren zum ersten Mal, glaube ich. Also Verluste von circa 70.000. Da müssen wir ungefähr hinkommen. Was bekommen wir da? 3.000 als Belohnung. Müssen wir noch warten, aber sonst glaube ich, werden wir das nicht schaffen. Ja, ich möchte ja jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht nochmal Arbeiter hier einstellen. Auch wenn sie jetzt hier dann mehr produzieren. Jetzt müssen wir einfach nur kurz warten. Dann haben wir eigentlich wieder genug Ressourcen. Arbeiter haben wir ja, glaube ich, alle vergeben. Ja. Und Häuser brauchen wir auch keine kaufen momentan. Wir haben eigentlich bis jetzt noch für den nächsten Kampf reichen die. Ob es natürlich dann für den allerletzten Kampf reicht, das glaube ich nicht. Weil da werden wir dann noch Häuser kaufen müssen. Dann die hier 200 Holz. Boah, Gold haben wir jetzt wirklich gut. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen ja. Nahrung und Holz. Also könnten wir Gold tauschen. Wenn wir vielleicht erstmal nur diese leichten Einheiten holen. Tauscht gegen Holz, machen wir mal hier noch. So. Also produzieren wir erstmal nur unsere leichten Einheiten. 239.000. Boah, was macht man? 241.000. Alter. 2.000 Unterschied. Sollen wir lieber noch Einheiten produzieren? Was wäre denn da gut? Ja,
Jetzt müssen wir trotzdem erstmal hier Häuser bauen. Hat es doch nicht mehr gereicht. $252.000. Also Sieg hätten wir auf jeden Fall. $260.000. Wollen wir vielleicht gleich den Großen angreifen, dass wir sagen, wir haben den weg. $257.000. Komm Jungs, wir probieren es. Wir hauen gleich den Großen. Ne? Speereinheiten hat er halt jede Menge. Ach so, hier steht er sogar noch in Klammern, nur eine Einheit. Attacke, Attacke, Abwehrattacke. Probieren wir es mit Speereinheiten wieder auf Defense. Ja, das ist sogar, glaube ich, auch besser, weil der Fehler von uns war, vorhin beim Angriff, hier sind ja verdammt viele Einheiten. Und wenn wir die nicht zum Angriff bringen, machen die auch nicht so viel Gegner tot, ja. Also die Speereinheiten haben ja gerade mal die Hälfte von das, was wir von den Krieger haben. Und wenn natürlich die Speereinheiten angreifen und die Krieger nicht, die sind in der Verteidigung, denke ich, haben wir halt halb so wenig getötete Gegner. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil wenn wir jetzt mal hier unten das Kampfprotokoll anschauen, haben wir jetzt ja um die 9000 Verluste. Halt 20.000. Und er da schon um die 90.000. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Allein wie viele Helden er jetzt nämlich schon verloren hat. Also das ist schon... Aber ich denke mal, wenn wir jetzt unsere Armee wieder auf 250.000 oder was hochbringen, sollte der letzte Gegner eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber ihr seht schon, ich denke, das ist halt einfach nur so einfach, weil die gegnerische KI nicht diese ganzen Upgrades vom Schmied hat. Denke ich mir. Weil wenn wir jetzt mal blöd so rechnen, 260.000, ja, das seht ihr ja auch an der Einheitenanzahl. Er hat ja viel mehr Einheiten, weil er diese Upgrades eben nicht hat. Wir brauchen ja nicht so viele Einheiten, weil wir die ganzen Upgrades haben. Aber trotzdem, das ist schon ein großer Unterschied. 260.000 Armeeleistung, 250.000 und jetzt schaut mal an, wir haben noch 215, er hat 0. Das ist schon, ja, ich denke trotzdem ein bisschen leicht gehalten hier das Spiel. Ich weiß gar nicht, kann man hier einstellen den Schwierigkeitsgrad? Konnten wir den einstellen? Okay, Quests haben wir alle abgeschlossen. Jetzt schaut euch mal das an, was wir an Geld bekommen, nur wenn wir im Kampf sind. Machen wir hier mal 5. Oh, wir brauchen schon wieder Häuser. Zweiter Mal Speereinheiten brauchen wir. Holz und Gold gibt es den? Ja. Okay, 280.000. Also, das wird er auf jeden Fall verlieren. Lass mich mal ganz kurz schauen, wir haben ja alles, oder? Ja, also 242 gegen 280.000. Ich würde sagen, wir haben das Spiel durch. Ja, für jetzt so mal eine kleine Runde
kann man das Spiel schon spielen. Wie gesagt, es dauert halt lange, bis ihr an eure Ressourcen kommt. Ihr habt. Das ist halt das Wichtigste am Spiel, diese Ressourcen, damit er hier weiterkommt. Wir haben jetzt 3 Folgen gebraucht, damit wir das Spiel durchspielen. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ihr könntet die Fraktionen am Anfang also anders da auswählen. Aber so vom Ding her ist es gleich hier. Also ich denke mal, das ist ein Spiel, was man einmal durchspielt und dann eigentlich nicht mehr. Unsere Speermänner sind weg. Aber seht ihr schon, jetzt haben wir, ne? Perfekt, wir haben die ganze Karte erobert. Erobert. So, was be. Ach so, gibt es dann hier nicht mal ein Ende. Wir haben ja nichts vergessen. Oder können wir noch wohin reisen? Nee. Ach, wir haben ja hier oben noch. Halt, was war halt dort? Oh. Nee, nee. Habe ich hier ganz vergessen. Also 150. Ach so, die Einwohnerzahl ist schon wieder auf null. Okay, Sperreinheiten 260.000, 248.000. Naja, Sperreinheiten haben wir ein bisschen wenig. Wir gehen aber da rein. Boah, jetzt habe ich gedacht, wir sind fertig. Es hätte mir schon gewundert. Normalerweise muss ja ein Abschluss kommen. Sie haben gewonnen oder was? Also ich hätte mir jetzt die Kämpfe dann wirklich ein bisschen schwieriger vorgestellt hier. Aber für die Quest, ihr müsst ja diese Upgrades machen beim Schmied. Also von daher seid ihr eigentlich immer viel besser ausgebildet von euren Einheiten, bessere Rüstung und alles als die KI. So, sagt Tschüss, Kumpel. Da haben wir ihn doch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt kommt. Wir haben gewonnen. Quest, Kampfzone. Jetzt schauen wir nochmal. Also, wir haben ja erobert, 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 erobert. So kleine Dinge können wir ja nicht machen, oder? Nee, diesmal haben wir alles erobert. Aber es müsste doch normalerweise jetzt ein Feld kommen. Sie haben gewonnen. Es gibt ja nichts mehr. Wir können ja auch die Karte nicht verschieben. Also das war's wirklich. Titanzeitalter. Boah, Forschungspunkte 225. Ja, wir können natürlich immer noch kaufen, obwohl wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Also wir haben jetzt ja nicht ganz 600 Runden gibt. Also was heißt 600 Runden, ne? Das ist die Sanduhr hier. 600. Wir sagen jetzt einfach mal 600 Mal. Und da haben wir das hier. Okay, das finde ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen schwach. Da wäre es jetzt schön, wenn man hier eine Statistik hätte.
Wie viele gegnerische Soldaten habt ihr denn insgesamt getötet? Wie viel habt ihr verloren? Das wäre jetzt noch cool zu wissen. Und auf jeden Fall ein Ende. Weil es gibt ja jetzt nichts mehr. Ihr könnt zwar jetzt auch noch produzieren, euch eine Armee von 5 Millionen Mann aufstellen. Ja, das wird ja nicht funktionieren, weil ihr ja so viel verfügbares Land dann am Schluss gar nicht habt. Aber ich hätte mir jetzt persönlich wirklich ein Ende gewünscht, wo jetzt kommt, sie haben alles erobert und es gibt es hier im Spiel leider nicht. Okay. Dann können wir halt, wie gesagt, andere Pause. Nee, kann man nichts verschieben. So, okay, Leute. Dann, oder mal, was ist ein Lebenslauf? Das soll eigentlich nur fortsetzen, glaube ich, sein. Wir speichern halt trotzdem mal. Gehen ins Hauptmenü. Spielanleitung haben wir hier. Also, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Also, ist wirklich sehr leicht zu verstehen, das Spiel. Schmied, muss ich Stärke oder mehr erhöhen können. Sie können, ach so, ja, den Fluss der Touren halten. Also ich denke, das ist irgendwie alles mit Google übersetzt worden. Können Sie Ihre Aufgaben zugreifen? Handeln, Kampfzone. Also mehr gibt's nicht. Dann haben wir wirklich alles durch. Okay, also jetzt mal für abends zwischendurch mal eine Runde spielen. Ist in Ordnung. Einmal durchspielen und dann sage ich persönlich. Wird es auch wieder von der Festplatte fliegen. Kann aber nichts sagen, das Spiel ist wirklich sehr günstig. Ja, also ist nicht teuer. Von daher wird es auch nur ein Spiel sein, was man nur einmal spielt. So Grafikstil und so weiter fand ich jetzt wirklich sehr, sehr cool. Hat gepasst zum Spiel. Ja, was soll man noch mehr dazu sagen? Eigentlich nichts mehr, das war's. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt und wir sehen uns im neuen Projekt wieder. Macht's es gut. Tschüss.